So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vierten Part von Magica. Beim letzten Teil sind wir ja bei dieser Riesenschlange stehen geblieben. Zweimal wurde ich zermetzelt, möchte man sagen. Und ich würde sagen, probieren wir es nochmal ein drittes Mal aus. Und los geht's. Hoffen wir, dass es diesmal besser kommt als die letzten zweimal. Also. Feuer. Die kommt jetzt sicher wieder hier bei mir auf dem Boden, aus dem Boden raus. Yep. Nein. Ah, ich muss wirklich mehr mit dem Schutzschild arbeiten. Aber das zockt auch schon extrem viel Leben. Ich glaube, ich probiere es. Ja. Ah, hat nicht viel gebracht. So, komm her. Trau dich. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall besser als bei den letzten zweimal. Und... Oh, scheiße. Nein. Ist doch nicht wahr. Ach, Leute. Ich muss echt an meinen Fähigkeiten noch ein bisschen feilen. Komm. Ja. Jetzt schnell selber heilen. Diese scheiß Missgeburt. Ah. Schnell den anderen Stab nehmen. Weil der könnte ja... Nein! Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Komm schon. Schnell hochheilen. Ah, Leute. Wieso macht er denn jetzt? Na komm schon. Ja. Was bringe ich diese Eier hier am Boden? Ah, wenn man da durchläuft, heilt das ein. Okay. Okay. Ah, jetzt habe ich mich selber abgebrannt. Ach, irgendwie muss doch... Ich krieg's einfach nicht hin. Nein, sie ist fast reingesprungen. Nochmal hochheilen. Okay. Ich frag mich, umso weniger Leben die hat, ob sich die Spielmechanik dadurch auch verändert. Ah, gar nicht mal so schlecht. Komm. Oh,
gibt's doch nicht. Ah, gut. Nochmal hochheilen. Ich denke, diesmal schaffen wir es. Nein, 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 nein. Okay. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt das schon wieder. Ich muss mich hochheilen erstmal. Geht irgendwie nicht? Nein, komm schon. Oh, war das knapp. Ja, gleich haben wir sie. Gleich haben wir es geschafft. Boah, das war knapp. Böse, böse, böse. Komm. Ja. Nein. Oh, ist nicht wahr. Vielleicht noch 1% Leben. 6,5 Stunden später. Scheiß Bastard. Ja. Nein. Also ganz ehrlich, wenn das noch länger geht, werde ich den Kampf hier schneiden müssen. Ach. Das Gestöhne von dieser Elfe regt mich auch langsam echt auf. Nee, ist klar. Ja, nee, komm, ist klar. Komm schon, über die Hälfte haben wir geschafft. Nein. Ich werde das später rausschneiden, Mann. Ohne Scheiß. Bin am 6. oder 7. Kampf hier schon. Nein. Nein. Unglaublich. Mistfliege, ey. Go, 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 go. Mach doch dein blödes Schutzschild, mein Gott, ey. Du Mistgeburt. Scheiße. Ich reg mich gleich richtig auf hier. 2000 Jahre später. Schutzschild! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, leck mich doch! Das ist Musik in meinen Ohren, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, das war eine sehr spannende Aufnahme heute. 10-mal gegen die Schlange gekämpft, 10-mal verreckt. Ich glaube, ich werde das schneiden. Ich muss erstmal was trinken. Oh, halt deine Fresse. So. Ja. Ich würde sagen, da ich das ja sowieso schneide, werden wir noch ein wenig weiterspielen. Mal schauen, wie es hier so weitergeht. Also, aber die war... Also, entweder habe ich die Spielmechanik noch so überhaupt nicht begriffen. So wird es wahrscheinlich sein. Oh, okay. Bastard, Alter. Ja!
Nein, 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 nein! Was ist das für ein Spiel? Fickt euch! Oh, nicht normal. Nicht normal. Okay, weiter geht's. Wir haben erfolgreich die Dorfbewohner gerettet. Vor den Bösen, je nachdem, mehr oder weniger. Auch wenn wir der letzte Überlebende sind. Wir haben sie gerettet. Ein Überlebender ist auch ein Überlebender. Also, wie geht's denn weiter? Ja, da kommt noch so ein Bastard, ey. Ja, nee, ist klar. Springt er durch die halbe Map zu mir. Und dann alle auf einen. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Ja, ja, komm. Ist gut. Fickt euch. Ja, jetzt haust du ab, hä? Oh, jetzt habe ich ihn geheilt. Oh, da kommt noch einer. Nein, ich sterb doch wieder. Also gut, ich glaube, das reicht für heute. Ja, jetzt muss ich diesen Bastard schon wieder zugucken. Gut. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. War ja eine sehr spannende Folge heute. Und, ja. Ich hoffe, ihr freut euch auf den fünften Part von Magica. Ja, ist ja auch egal. Also bis dahin, haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao, Leute.